Ah, Leute, ich habe euch voll geprankt. Sorry dafür. Das musste sein, weil ich wollte jetzt auch mal ganz krass aufzeigen, was passiert in einigen Jahren, wenn die Klimaveränderung fortschreitet. Und das Endergebnis wäre im Endeffekt das gleiche, dass man in den nächsten Jahren nicht mehr die Veränderung so als solches hat, sondern dass man in den nächsten Jahren halt damit rechnen muss, dass durch die Klimaveränderung die Städte verweisen. Ja, also es wird das Leben minimal oder ruhiger und das krasseste Beispiel, was ich mal gesehen habe, ist, dass die U-Bahnhöfe voll Wasser sind und es richtig tropisch aussehen wird in den Städten und die tropischen Tiere in der Stadt leben, also keine Menschen mehr, sondern tropische Tiere. Und ich wollte es einfach mal ganz krass so aufzeigen. Also das, was jetzt passiert, das passiert in den nächsten Jahren durch das Klima. Das Endergebnis wird man dann auch erst etwas später sehen können. Ne? Ja, und es ist wirklich so, dass einiges schon jetzt durch diese jetzige Krise verweist. Also zum Beispiel hier, ne, das steht einfach so rum und keiner nutzt es. Und die ganzen Sharing-Firmen, die aufgemacht haben, in puncto Elektroenergie, die werden auf kurz oder lang, da steht auch da einer, allerdings ist der kaputt. Jedenfalls, das wird alles den Bach runtergehen und ja, die Zukunft wird dann wohl sein, dass man so arbeitet und daneben direkt seinen Schlafbereich hat. Oder da ist auch wieder ein verwaister Roller. Ja. Und wenn ich jetzt so screene, dann sieht man, dass wirklich kaum Leute auf der Straße sind. Also es ist tatsächlich aber jetzt so, ohne Scheiße. Es sind wenig Leute auf der Straße. Und man muss jetzt doch echt sagen, man muss sich in den nächsten Jahren damit abfinden, dass es wahrscheinlich so bleibt. Ja? Nur in einer anderen Form und Weise. Und ja klar, in den Städten kommt man damit zurecht. Ja? Weil irgendwo gibt es in den Städten immer mal wieder ein bisschen mehr Highlife oder Tohuwabohu. Aber die Landkreise und die Dörfer, die werden alle aussterben. Ja. Das ist eigentlich schade drum, weil manche Places sind echt schön. Also wenn man jetzt wirklich so speziell hier lang geht, ich gehe hier an der Außenseite von der Mall of Berlin lang und ich denke bloß die ganze Zeit, oh mein Gott, man ist komplett momentan alleine und man macht sich dann irgendwo schon Gedanken, ne? Weil man muss die nächsten Jahre damit klarkommen, dass man halt generell weniger Menschen als
Population auf der Erde draußen sieht. Ja. Aber naja, es ist so, wie es ist. Ne?